Willkommen im Video von vor 2 Tagen. Habe ich euch gefragt, ob ihr Interesse habt, wie es so zur Show gekommen ist, rund um Anime, Manga, Japan, etc. Und dass ich sowas schon immer mal versucht habe einzubauen. Da gab es mein Format, was Manga Anime Talk hieß, von dem es 2 Folgen gab. Viele von euch wollten das sehen, so ein Re-Upload. Und gestern kam Folge 1 und heute wünsche ich euch viel Spaß mit dem 2. Teil. Hey ho, Otaku Family, hier ist wieder euer Kamehameha Krieger 72, kleiner Spaß, Tom Krass hier. Willkommen zu Manganime. This is an AMG Production. Gib mir ein Beat mit für Bastes, Tom zu dem Krass. YouTube wurde dieses Jahr ein Schnitt verpasst, genug mit dem Firlefanz. Nicht nur Mediakraft dreht man wieder am Rad zum Ende hin, so scheint es, wahrscheinlich nach Freiheit, vermutlich nie wieder. RTL 2 beendete nach Jahren sein Anime-Programm. Late Night Anime. Stopp. Achtung! Dieses Video ist eine Parodie und sollte von keinem ernst genommen werden. Heute beschäftigen wir uns mit einem der besten Rapper, den ich je gesehen habe, aka Untermensch. Dieser veröffentlichte heute seinen neuesten Rap und was daraus wurde? Naja. Das Video. Wenn es überhaupt was Gutes an diesem Rap gibt, dann wohl das Video. Dies ist nämlich ziemlich gut gedreht, auch wenn die Locations nicht gerade die schönsten sind, aber naja, wenigstens konnte dieser Untermensch zum Beat schneiden. Dieses Video wurde in 60 FPS gedreht und das sieht man auch sofort. Überraschend gut. Die Unschärfeffekte sind an manchen Stellen auch nicht schlecht. Kommen wir nun zum Flow. Oh mein Gott. Flow nicht vorhanden. Am Anfang sowas von Offbeat und so undeutlich an manchen Stellen, ich meine, hört selbst. Gib mir ein Beat mit für Bastes, Tom zu dem Krass. YouTube wurde dieses Jahr ein Schnitt verpasst, genug mit dem Firlefanz. Nicht nur Mediakraft dreht man wieder am Rad zum Ende hin, so scheint es, wahrscheinlich nach Freiheit, vermutlich nie wieder. Sogar ein Taubstummer würde bei diesen Klängen kotzen und sich anschließend selbst das Leben nehmen. Die Technik. Sogar Schimpansen, die nur die ersten 10 Buchstaben des Alphabets können, könnten bessere Reime bauen. Dieser etwas zurückgebliebene Rapper versucht es gleich am Anfang mit einer Reimkette. Aber naja, ob dies klappt? Nein. Wurde dieses Jahr ein Schnitt verpasst, genug mit dem Firlefanz. Er reimt verpasst auf Firlefanz. Verpasst auf viele Fans. Ernsthaft, aber es kommt noch schlimmer. Nur Mediakraft dreht man wieder am Rad. Mediakraft auf Rad. Mediakraft Rad. Bist du ernsthaft ein so zurückgebliebener Lappen? Also Technik gibt es schon mal minus 9000 von 10 maximalen Punkten. Punchlines, ja. Punchlines. Um was geht es überhaupt in den Text? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas mit einem Beef zwischen Ungi und MK und dann kommt irgendwas mit RTL. Wow. Und um mehr geht's echt nicht. Ach, oh doch. Irgendwas mit einem Bass und dass er dann Tom Krass ist. Wow. Genius. Extra Punkt. Was soll man zum Schluss sagen? Wir haben hier die Erweiterung eines Lappens. Entweder tut er nur so, oder er ist einfach nur ein Schwerbehinderter, was der Fall zu sein scheint. Genau aus diesem Grund, liebe Kinder, wurde die Verhütung erfunden, damit sowas nicht passieren kann. Ich meine, guckt euch nur den Anfang an. Ist es ein fucking Epileptiker oder was? Genau wegen Leuten wie dir gibt es Ebola. Also ein Tipp an dich. Mach uns alle glücklich und nimm dir das Leben. Sollte das lustig sein, kritisierten auch viele die letzte Manganime-Talk-Folge. Doch was bleibt, wenn man keinen Spaß mehr hat? Das Alleinsein. In Japan gibt es sogar einen Fachbegriff dafür. Hikikomori. Damit bezeichnet man eine von der Gesellschaft schlecht angesehene Menschengruppe,
die niemals ihr Zuhause verlässt. Viele meinen, das sei ein Krankheitssymptom. Diese Menschen wurden vermutlich oft in der Schule gemobbt und sind nicht imstande, mit der Außenwelt zu interagieren. Hikikomoris können zum Beispiel durch die Finanzierung der Eltern überleben und kommunizieren sonst nur über den PC. Hikikomori sind nicht notwendigerweise auch Otaku, was leider oft missverstanden wird. Das war's mit dieser kürzeren zweiten Manga-Anime-Talk-Folge mit dem Gast Screenetic TV, der Julians Blog Battle parodiert hat.